Niemand kannte das Okapi. Vor 100 Jahren entdeckten sie es und trauten ihren Augen nicht. Eine eselgesichtige Giraffenart mit Zebrastreifen. Ein zoologisches Wunder. In den letzten Wildnissen der Erde spüren die Kryptozoologen dem Geheimnis verborgener Lebensformen nach. Die Suche nach unentdeckten Tieren und vermeintlich ausgestorbenen Arten sind Expeditionen voll seltsamer Ereignisse, sind Abenteuer voll Glück und Gefahr, sind Geschichten von Erfolg und Niederlage. Vielleicht werden Sie es sein, die eines Tages beweisen können, was bis heute unbeweisbar ist. Yeti und Bigfoot leben. Hier hausen Drachen. Seefahrer, die vor Jahrhunderten in den indonesischen Gewässern östlich von Java die Sunda-Inseln passierten, markierten ihre Karten und bekreuzigten sich. Hier war es nicht geheuer. Grün-schwarz schimmernd wie tote Lava, den Rachen voll giftiger Bakterien, der Atem stinkend wie die Hölle. Varanus komodoensis, die Drachenechse von Komodo. Bis 4 Meter lang kann sie werden. Ein Reptil, das frisst, was es kriegen kann. Auch Menschenfleisch. Viele Jahrhunderte schon lebte der Mythos vom feuerspeienden Drachen in Asien. Doch erst in diesem Jahrhundert, 1912, wurde die größte Landeidechse der Erde auf einer winzigen Insel entdeckt. Das Fabeltier war ein Wesen aus Fleisch und Blut. Ein alter Mann aus den Bergen Vietnams mit seinem kostbarsten Schatz. Die ockerfarbenen Kaniolsteine sind rautenförmig geschliffen. Der Schliff verrät ihre Herkunft. Die Schmucksteine entstammen Gräbern einer frühen Hochkultur. Sie sind 2000 Jahre alt. Der Mann ist ein Grabräuber. Die Äcker des Dorfes liegen über den Ruhestätten dieser Kultur. Unter den Funden, die die Dorfbewohner aufgehäuft haben und die sie nur widerstrebend an Archäologen oder Händler verkaufen, befindet sich eine seltene vorgeschichtliche Grabbeigabe. Ohrringe aus Stein, Tierköpfe mit ungewöhnlich langen Hörnern. Jahrzehnte grübelten Archäologen über Art und Herkunft des dargestellten Tieres, bis Zoologen im Mai 1992 den Schädel eines unbekannten Säugetiers entdeckten, einen Schädel mit extrem langen Hörnern. 2 Jahre später stellten Jagdhunde ein erstes lebendes Tier. Eine zoologische Sensation. Das antilopengroße Säugetier, ein Saola, ein Wildrind, lokalen Jägern natürlich bekannt, war der Wissenschaft bis dahin entgangen. Man brachte das Saola nach Hanoi, wo es kurze Zeit später starb. Inzwischen sind in Vietnam 2 weitere Säugetierarten entdeckt worden. Nun plant man, die Urwaldregion Zentralvietnams, ein Gebiet voller zoologischer Geheimnisse, systematisch zu durchkämmen. Ein Museum für die Fundtiere ist in Bau. In derselben Region fand ein deutscher Zoologe diese merkwürdigen Hörner. Das dazugehörige Tier ist noch unbekannt. Ebenso wie diese Tiere, Jagdtrophäen aus den Hütten der lokalen Bevölkerung. Durch solche Knochen und Fellreste gelangt die Kunde von einem unbekannten Tier häufig nur durch Zufall in die Labors der Wissenschaft. Auf diese Weise wurde das Okapi entdeckt. Und auch der südamerikanische Andenwolf. Von ihm jedoch blieb nur das Fell. Niemand hat je ein lebendiges Tier gesehen. Dagegen ist der Riesenmundjak aus Vietnam ein lebendes Fossil. Der Stammvater aller Hirschformen der Welt war bis 1994 unbekannt. Selbst große und auffällig gezeichnete Tiere, wie der chinesische Riesenpanda, blieben der Wissenschaft lange Zeit verborgen. Und manche Tiere fristen jahrhundertelang unerkannt eine rein fiktive Existenz in Fabeln und mündlichen Überlieferungen. Wie der Berggorilla in Ruanda, erst 1903 entdeckt. Oder der Orang-Utan, für manche Forscher Urbild und Motiv für die Legende vom Yeti, dem Schneemenschen des Himalaya.
Seit Jahrtausenden haben Ungeheuer die Fantasie der Menschen beschäftigt, wird berichtet von Tiermenschen, Drachen, Seeschlangen und Riesenkraken. In ihren Gestalten vermischt sich Dichtung und Wahrheit, Erfundenes und Erlebtes. Sie sind eines der letzten ungelösten Rätsel der Welt. Was ist dran an Nessie, dem Ungeheuer von Loch Ness, das nach Ansicht mancher Forscher ein prähistorischer Plesiosaurier sein soll? Oder dem Riesenfaultier, einer ausgestorbenen Spezies, die man angeblich im südamerikanischen Dschungel gesehen hat? Und dem Dinosaurier aus dem Kongo? Es gibt Forscher, die solchen Geschichten auf den Grund gehen. Sie nennen sich Kryptozoologen. Kryptozoologen glauben an den wahren Kern von Legenden, Mythen und Märchen. Die Spezies, die sie suchen, ist nach herrschender Lehrmeinung ausgestorben oder hat nur in Fabeln gelebt. Kryptozoologen befragen Augenzeugen und die lokale Bevölkerung. Sie reisen in die entlegensten Landstriche und suchen nach Spuren. Kein seltsames Haar, kein Fußabdruck, kein Hinweis, der ihnen entgeht. Kryptozoologen begründen ihre Arbeit mit den zoologischen Entdeckungen der letzten 100 Jahre. Wenn ein fossiler Hirsch in Vietnam überlebt hat, sagen sie, dann könnte das auch ein Dinosaurier im Kongo. Ihre Quellen sind Expeditionsberichte, naturwissenschaftliche Lehrwerke und mündliche Überlieferungen. Aus solchem Stoff beziehen sie ihre Fantasien und ihren Mut. In einer Baracke am Rande der Universität von Canberra in Australien studiert Professor Dr. Helmut Loofs-Wieshova Forschungsergebnisse zum Neandertaler. Der aus Deutschland stammende Professor ist überzeugt, dass es in entlegenen Regionen der Welt bis heute noch Neandertaler gibt. Ein wildes, menschenähnliches Wesen, ganz behaart. Es wurde erschossen, ganz deutlich. Der Schuss muss durch das Auge gegangen sein und hat dann. Professor Dr. Helmut Loofs-Wieshova, international bekannter Ethnologe und Archäologe, traf eines Tages den Franzosen Dr. Bernard Eufelmans, den Vater der Kryptozoologie, der Lehrer vom unentdeckten Tier. Seitdem hat sich der Professor der Kryptozoologie verschrieben. Es ist deutlich ein nicht Sapiens, menschliches Wesen, ein Homo, aber nicht Sapiens. Und Hövelmans hat durch ganz genaue Forschung kam er zu dem Schluss, dass es sich hier um einen Neandertaler handeln müsste, einen überlebenden Neandertaler. Natürlich überlebend, ist ja tot, nicht, aber ist trotzdem überlebender Neandertaler. Und es gibt nun in Australien eine große Zahl von Eingeborenen, von Weißen, außer den Eingeborenen, die sich nun mit großer Mühe auf die Suche nach diesen Wesen begeben und die mit großen Gefahren verbundene Jagd auf diese Menschen, wilden Menschen, machen. Die rauen Berge von Brindabella im Südosten Australiens sind berüchtigt. Vor 100 Jahren wurden hier Yowies gesichtet. Yowies, das sind riesige, menschenähnliche Wesen, wild und behaart. Die Yetis von Australien. Tony Healy, ein Buchautor, und Tim Bull, ein Ökologe, sind wie schon so oft in der Wildnis unterwegs. Und wieder einmal erzählt Tim von diesem riesigen, schwarzen, Gorilla-ähnlichen Tier, das er hier sah. Tony Healy kann kaum glauben, was sein Freund da erzählt. Das Wesen hatte ungewöhnlich lange Arme, keinen Hals, und es lief durch den Busch wie ein Gorilla. Niemals zuvor hatte Tim Bull etwas Ähnliches gesehen. Er war zu Tode erschrocken, rannte zum Auto zurück und fuhr in sein Camp. In Tim Bulls Leben war die Begegnung mit dem Yowie das größte Erlebnis. Seitdem nennt er sich Tim, der Yowie-Mann. I think it was about here. Okay, I'll get a couple of shots.
Tony Healy hat ein Buch über Australiens verborgene Tiere geschrieben. Er sammelt Berichte, notiert jeden Hinweis, doch ihm ist noch keines dieser Wesen begegnet. Okay, mate, got him. Steve Rushton hat in seinem Haus in Queensland das Megafauna-Forschungszentrum Australien eingerichtet. Auch Steve Rushton sammelt Belege, sucht Beweise für die Existenz unbekannter Tiere und plant ein Buch über australische Kryptozoologie. Jeden Abend legt Steve einen rohen, gehackten Känguruschwanz in die Falle, die er selbst konstruiert hat. In dieser Gegend wurde ein tasmanischer Tiger gesichtet. Der tasmanische Tiger gilt zwar seit 1936 als ausgestorben, aber es ist ein Tier, das in Australien sehr häufig gesehen wird. Er hat also gewisse Professor Lovs Visova sieht seine Rolle im Rätsel um den Neandertaler als eine Art Pfadfinder. In asiatischen Religionen und christlicher Mystik, in indischer Kunstgeschichte, prähistorischen Höhlenmalereien und vorchristlichen Epen sucht er nach Hinweisen auf den Neandertaler, konstruiert kühne Theorien und Zusammenhänge, die der Schulwissenschaft entgehen, wie er sagt. Wiederherstellungsversuche zeigen eine solche ganz eigenartige Stupsnase. Also ich wollte dieser Stupsnasengeschichte etwas nachgehen und fand neulich eine computergesteuerte Nachbildung eines Neandertalers, wo tatsächlich die Nasenpartie sehr hervorgezogen wurde. Ich verglich diese Zeichnung dann mit Felszeichnungen in Frankreich, zum Beispiel die von der Istoritz-Grotte, wo tatsächlich auch wieder die Nase sehr hervorgezogen ist. Und eine ähnliche Zeichnung fand ich auch in Mastasil. Ich drehte sie rum, vergrößerte sie etwas, brachte sie auf die gleiche Größe. Wir haben wieder diese sehr vorgezogene Nasenpartie. Eine ganz ähnliche Nasenpartie fanden wir auch in dieser Zeichnung von La Madeleine. Und wiederum eine weitere ganz ähnliche Nase finden wir hier in Mastasil, genau wieder. Istoritz, die also tatsächlich dieser Nase dieses Neandertalers hier ganz, ganz genau gleicht. Wenn wir also eine Stupsnase, ein Wesen mit einer Stupsnase und mit dieser Behaarung finden, dann muss das ganz deutlich ein Neandertaler sein. Das muss dann dieses Wesen gewesen sein. Tony, Tim und Steve hatten sich oft gewünscht, zu einer Zeit gelebt zu haben, als die Welt noch unberührt war, als es noch Urwälder gab, wilde Steppen, unbekannte Seen. Forscher und Weltumsegler wären sie geworden, den stillen Ozean hätten sie durchquert und am Ende wären sie es gewesen, die Australien entdeckten. Australien ist längst entdeckt. Aber Tim, Tony, Steve und den Professor eint die unerschütterliche Überzeugung, dass Australien noch ein Geheimnis birgt. Ein Rätsel, von dem auch James Cook nichts wusste. Australien als ein neues Land erfunden, Terra Incognita, die sie erforschen werden, deren Mysterien sie um den Schlaf bringen und deren unbequeme Geografie ihnen Rückenschmerzen bereiten wird. Als Feldforscher unterscheiden sich Steve und seine Kollegen sehr vom gewöhnlichen Reisenden, ja selbst vom Naturwissenschaftler. Es entgeht ihnen kein Geräusch, keine Bewegung. Jede Lebensäußerung der Wildnis wird registriert. Bei solchen Expeditionen verwandeln sich die ausgetretenen Pfade einer Landschaft zurück in ihren Urzustand.
Hier hat noch niemals zuvor ein Mensch seinen Fuß hingesetzt. Hier wurde nie Wald gerodet oder eine Straße gebaut. Hier ist die Wirklichkeit wirklich und die Zeit hat noch ihre ursprüngliche Dauer. Von hier aus könnte die Weltgeschichte nochmals ihren Anfang nehmen. Der Professor hat nichts gehört. Er grübelt über dem Buch »Der Neandertaler lebt« seines großen Kollegen Dr. Bernard Eufelmans. Doch Tim, den Yowie-Man, hat das sonderbare Geräusch auf eine Idee gebracht. Er will eine Falle bauen, um einen Yowie zu fangen. Tim will ein Loch ausheben und es mit Zweigen bedecken. A pit? Dig. Oh, you're bullshitting me, mate. Come no, on. Come on. What's wrong with a pit? A pit is perfect. Oh, like you build Christ. It in a gully, like the gully near here. Oh, build a big pit, God. Put the branches in, and the yowie's going to come along, hit the Tony Healy kann sich nicht vorstellen, dass es funktioniert. Doch Tim besteht darauf. Er hat einen Yowie gesehen und will der Welt endlich beweisen, dass es in Australien wilde, haarige, menschenähnliche Wesen gibt. What sort of evidence have you got? You've got no evidence at all. We're not going to get any evidence digging a big hole in the ground, mate. Yes, we are. You know why? Because we're going to put it in a strategic spot where the yowie's been seen before, where we saw and heard that funny noise the other day. We put it there, and then when the yowie comes along, it'll hit the branches, and because the branches will only fall if there's a large, heavy creature in there, God. We'll get it in the pit. Look, mate, you know what's going to happen. We work for 3 days digging a dirty big pit. We're going to catch 20 kangaroos, half a dozen bushwalkers and 20 kangaroos, mate. Tony versteht das nicht. Für ihn ist das kein Weg, um einen Beweis zu erlangen. Er glaubt, dass höchstens Kängurus in das Loch fallen werden. Just back off! No, I'm not gonna back off. Tim beschimpft Tony, der seiner Ansicht nach noch nicht einmal eine einzige Kuh fangen könnte. Und so streiten sie sich wie alle Wissenschaftler über Methodikfragen und beleidigen sich, obwohl sie doch dasselbe Ziel verfolgen. Writing books about them. I've been out there looking. I've been out there finding. I've seen a yowie. You haven't. You know why? Because I've got good methods. Tim wirft Tony vor, dass dieser nur im Lehnstuhl sitze oder vor dem Fernseher und alberne Bücher über Yowies liest oder schreibt. Er dagegen sei draußen in der Wildnis und deshalb habe er auch einen Yowie gesehen. What a wanker! Listen, Jungle Jim, you're gonna. Jungle Jim, you think this Jim is Hollywood or something? Thank you. You think this is Hollywood? Australia's leading mystery investigator. Jungle Tim. Tony Healy, a fake. That's what you want. What sort of fake are you? Hey? Oh, bullshit. Listen, okay, mate. Schließlich hat Tony keine Lust, weiter zu streiten. Okay, sagt er, da ist der Dschungel, grab dein Loch. Tim widerspricht, wir alle graben es. Okay. 4 for 1, 1 for all. Okay. 3 Musketeers. Let's do it. Solange es darum geht, Beweise heranzuschaffen, ist für Tim jede Diskussion um Sinn oder Unsinn einer Aktion überflüssig. Er hat einen Yowie gesehen und dieser Yowie war kein Kaninchen mit rosa Augen, sondern Realität. Auch wenn Realitäten manchmal eine sehr persönliche Angelegenheit sind. Tim kennt die pedantischen Einsprüche seiner Kritiker. Doch die Geschichte hat oft genug gezeigt, dass die logischen Argumente der Besserwisser später nur noch von deren Ungültigkeit übertroffen werden. Was passiert, wenn morgen früh wirklich ein Yowie in der Falle sitzt? Tim wird ihn natürlich fotografieren, aber was dann? Wie schafft man einen Gorilla-ähnlichen Hominiden wieder aus einer Falle raus? Immerhin könnte der Yowie bis zu 300 Kilo wiegen. Ist er bissig? Könnte man ihn anfassen oder vielleicht ansprechen? Und was müsste Tim tun, wenn plötzlich eine ganze Sippe auftauchte auf der Suche nach dem abhandengekommenen Familienmitglied?
Unterdessen ist der Professor erwacht und grübelt weiter über der ungelösten und geheimnisvollen Geschichte des haarigen Wesens. Eufelmans schreibt, es sei ein Neandertaler gewesen. Angeblich hatte man ihn aus Vietnam in die USA gebracht, eingefroren und auf Jahrmärkten ausgestellt. Aber dann war die Leiche plötzlich verschwunden. Tim möchte vom Professor wissen, ob sein Yowie etwas mit diesem eingefrorenen Neandertaler zu tun haben könnte. Sie könnten verwandt sein, meint der Professor. Eine verwandte Spezies, aber unterschiedliche Typen. Tim hatte das Gesicht des Yowie nicht gut erkennen können. Er war zu weit entfernt. In dem Buch aber kann man deutlich ein Gesicht erkennen. Logisch, sagt der Professor, es war auch nur knapp unter dem Eis. Tim möchte wissen, ob der Professor glaubt, dass man solchen Wesen noch einmal begegnen wird. Sicher, sagt der Professor, er hoffe das sehr. So, seit über 40 Jahren gibt es eine neue Wissenschaft, die viele Leute gar nicht kennen. Sie nennt sich die Kryptozoologie, die Wissenschaft der noch unbekannten Tieren und auch noch unbekannte Menschen. Aber viele Leute wissen nicht, dass es außer diesem Yeti noch ähnliche solche unbekannten menschlichen Wesen gibt, zum Beispiel in Vietnam. In Vietnam sind durch die Kriege, die Vietnamkriege, viele Gegenden erforscht worden, die früher eben sehr wenig bekannt waren. Die französischen und auch dann die amerikanischen Streitkräfte haben sich besonders in dieser Gegend bekriegt und haben dort auch interessanterweise sehr viele Nachrichten hinterlassen von unbekannten menschenähnlichen Wesen. Und tatsächlich haben sich in vielen Tälern, in vielen abgelegenen Gegenden noch solche Wildmenschen erhalten. In einer abgelegenen Gegend an der Grenze zwischen Laos und Vietnam hat der Professor vor einigen Jahren ein Experiment gemacht. Er zeigte Dorfbewohnern Bilder von Affen und ein Bild von jenem eingefrorenen Neandertaler. Spontan deuteten einige Dorfbewohner auf den Waldmenschen und erklärten, dass solche Wesen in ihren Bergen lebten. Seit dem Kriege habe man aber keine mehr gesehen. Wir haben das Experiment wiederholt. Auch diesmal zeigten die Leute auf den Neandertaler. Sie erklärten jedoch, dass sie so ein Wesen noch niemals gesehen hätten. Noch ist Vietnam voller zoologischer Geheimnisse. Aus den Urwaldregionen Zentralvietnams kommen Berichte über behaarte, menschenähnliche Wesen. Dort hat man auch die neue Hirschart entdeckt. Dort könnte noch ein letztes Rätsel verborgen sein. Nun haben wir also Neandertaler bis zum Vietnam, bis zum Osten hin, bis nach Vietnam hin. Allgemein sagt man Neandertaler, die gibt es nur in Europa oder vielleicht auch noch im mittleren Osten, das heißt im Irak oder in Israel, da sind die meisten Neandertaler. Nun, Australien ist natürlich sehr weit weg von Vietnam und es gibt auch keine direkte Verbindung. Dann ist die Frage, wie verbinden wir Australien mit den anderen wilden Menschen in Asien und weiter nach Westen in Europa? Die Antwort darauf ist natürlich Java, das heißt Indonesien, von wo aus solche wilde Männer vor langer Zeit nach Australien hin ausgewandert sein müssen. Na, in Australien haben wir tatsächlich eine äußerst weit verbreitete Legende, also es ist eigentlich keine Legende, es ist eine wirkliche Berichte von ganz großen, behaarten, menschenähnlichen Wesen, die sogar hier in diesem Kinderbuch dargestellt werden, wo eine Geschichte erzählt wird, wo ein solches großes Wesen, Quinken nennt man ihn. Die Quinken sind sehr bekannt unter den Eingeborenen, denn die haben die Eingeborenen terrorisiert. Und wir finden diese Quinkan-Darstellung in der Felskunst Australiens in ganz großer Zahl. Das zeigt natürlich, dass es tatsächlich sich um wirkliche Wesen handelt, nicht um irgendeine Erfindung, irgendeine eine Legende. Und es gibt sogar noch jetzt Augenzeugenberichte von ähnlichen solchen großen Wesen in mehreren Gegenden von Australien.
Vor vielen Tausenden von Jahren, lange bevor der weiße Mann den australischen Kontinent erreichte und ihn sich unterwarf, war der Erdteil von zwei Arten von Wesen bewohnt. Die erste war halb Mensch, halb Tier. Es waren große, starke, angriffslustige Geschöpfe. Die anderen waren die Aborigines, die wahren Menschen. Sie beschrieben mit Bildern aus jener Traumzeit ihre Felsen. Und die steinerne Chronik bewahrt bis heute den Gedanken an die Götterdämmerung des Kontinents, an Quinkens und andere furchterregende Wesen, mit denen die Aborigines um ihren Lebensraum kämpften. Hier oben ist ein heiliger Ort. Hier flüstern die Geister der Vergangenheit dem Wanderer Legenden zu, die unsterblichen Geschichten aus der Tiefe einer verlorenen Zeit. Und leise beginnen die Felsen zu reden. Dicht neben ihrer klaren Alltagswelt liegt ein mythisches Zauberland. In den Karten ist es nicht verzeichnet, aber der Professor und die anderen kennen den Weg. Sie sind aufgrund vergilbter Bilder, eines unscharfen Fotos oder alter, vielleicht nur erfundener Reiseberichte unterwegs. Doch längst haben sie den Rand ihrer Landkarte überschritten und fremdere Regionen betreten. Gefangen genommen von der Idee, dass die Anfänge des Rätsels um Yowies, Riesenkängurus und all die anderen verborgenen Wesen weit zurück in mythologischer Zeit zu suchen sind. In der Bilderwelt der Mythen hat der vorgeschichtliche Mensch Erfahrungen und Fantasien hinterlassen. Und von dort führen ununterbrochene Spuren wie ein Ariadnefaden hinauf in das Universum der Kryptozoologen, in den Kosmos ihrer Bilder und Träume, ans Tageslicht der Gegenwart. Tony ist allein nach draußen gegangen und hat die Freunde in der Höhle gelassen. Er empfand das ganze aufgeregte Gerede als ziemlich kindisch und fühlte, dass etwas ihn nach draußen zog. In der Helligkeit des Nachmittags will er allein die Gegend erkunden und diese magischen Felsen auf Bilder absuchen. In dieser Landschaft haben vor Tausenden von Jahren die Ureinwohner des Kontinents gelebt. Tony stellt sich vor, dass die Felsen vielleicht so etwas wie eine Seele haben und sich an die Zeit von damals erinnern. Er malt sich aus, wie es wäre, wenn die ausgestorbenen Tiere aus den Felszeichnungen herausstiegen und wieder lebendig würden. Dann hätte er zwar endlich den ersehnten Beweis, aber wonach sollten er und die anderen dann noch suchen? Er kann sich nicht erinnern, wie es passiert ist, und das verwundert ihn. Er weiß auch nicht, wie er an diese Stelle geraten ist. Solche Zeichnungen kannte er bisher nicht. Und einen lebendigen tasmanischen Tiger hatte er niemals zuvor gesehen. Nicht einmal im Traum. Er hofft natürlich, dass ihn keiner beobachtet hat. Am Ende erheitert ihn das sonderbare Erlebnis derart, dass er beschließt, Tim eine Freude zu machen. So Tim,
erfordert Tim auf, über seinen Yaoi zu sprechen und geht damit das Risiko ein, die anderen zwei zu langweilen. Denn jeder von ihnen könnte die Geschichte von diesem großen schwarzen Ungeheuer fließend, ohne zu stocken und zweifellos auswendig vortragen. Tony weiß, dass in Tims Rucksack immer ein Zeichenblock steckt, weil Tim sein Erlebnis gern mit einer Skizze untermauert und weil vor allem auf einer Zeichnung diese langen Arme. I guess it had really sort of long arms, sort of longer than sort of where the knees would be. Weil diese langen Arme so ungewöhnlich lang werden, dass sie bis weit unter das Knie reichen. Auch der restliche Körper scheint nicht uninteressant. Aber Tony will heute zur Abwechslung etwas mehr über die Füße erfahren. Man konnte sie nicht sehen, sagt Tim, weil das Gras viel zu hoch war. Außerdem sind diese langen Arme doch viel entscheidender. Schon vor Sonnenaufgang hat Tim seine Yaoi-Falle überprüft. Es war aber kein Yaoi darin. Tim ist so niedergeschlagen, dass er die erwartungsvolle Aufbruchsstimmung seiner Freunde nicht teilen kann. Er ist dankbar, dass ihn keiner anspricht. Kryptozoologen wie der Professor, Tony und Steve wissen, wie bitter Misserfolge sind. Deshalb ist es kollegial und taktvoll, Tims schlechte Laune heute früh nicht zur Kenntnis zu nehmen. Die Wirklichkeit kann trügerisch sein. Also untersucht Tim die Falle ein zweites Mal. Aber diesmal von innen, denn von außen war die Falle ja völlig intakt. Doch so genau Tim auch hinschaut, es ist kein Yaoi darin. Tim hat eine neue Idee. Er weiß von einem amerikanischen Kryptozoologen, der versucht, Bigfoots mit Geräuschen anzulocken. Der Kollege in den USA benutzt ein Schlagzeug. Inzwischen hat der Professor einen anderen Teil des Waldes durchstreift. Als Spezialist für Wildmenschen sucht er nach fest umrissenen Indizien. Er ist ein couragierter Gelehrter, denn nach herrschender Lehrmeinung existieren seine Forschungsobjekte nicht. Den Professor kümmert's nicht. Und im Übrigen sind es doch die ungelösten Fragen, die zu großen Entdeckungen führten. Auch Steve ist allein unterwegs. Er streunt in der Gegend herum, wo sie den sonderbaren Schrei gehört haben, in der Hoffnung, etwas mehr darüber herauszufinden. Ein Mann der Praxis. Als einziger der vier Jagdgefährten führt er in seinem Rucksack das umfangreiche Handwerkszeug eines ordentlichen Kryptozoologen mit und ist so auch für die überraschendsten Funde wissenschaftlich gewappnet.
Allerdings ist das Objekt in seinem Bestimmungsbuch nicht verzeichnet. Auch eine nähere Prüfung des Gegenstands bringt Steve keinen Schritt weiter. Er weiß zwar, was es ist, aber nicht, von wem es stammt. Kryptozoologen müssen mit kriminalistischen Methoden vorgehen. Sie müssen Spuren sichern. Denn so wenig der Kriminalbeamte den Täter kennt, so wenig kennen Kryptozoologen ihr Zielobjekt. Sie wissen ja nicht, wie das Tier aussieht oder ob es wirklich existiert. Also müssen sie sich an das halten, was das Wesen von sich preisgibt. Mit Hilfe dieser Indizien wird das Tier dann eingekreist. Keiner der Jagdgefährten wird jemals erfahren, was Steve wirklich gesehen hat und was an diesem Nachmittag tatsächlich geschah. Also dieser Quincan, dieser Riese, das ist nur einer der drei Wildmenschenarten in Australien. Hier wird er gezeichnet von den Eingeborenen. Es gibt auch eine kleinere Sorte, die ebenfalls eine große Rolle spielt in den Eingeborenen Geschichten, Erzählungen und so weiter. Und es gibt auch eine mittelgroße Art, die sehr wahrscheinlich von einem die Nachkommen der Leute sind, deren Skelette man in Cow Swamp und in Willandra Lake gefunden hat. Die Steppenwüste von Willandra Lake, mitten im australischen Busch. Vor mehr als 30.000 Jahren war dieses verdorrte Land ein blühender Garten Eden. Heute wird diese Region von der UNO als Weltkulturerbe geschützt. Sie ist ein Tor zur Vergangenheit Australiens, reich an Fossilien ausgestorbener Tiere. Hier entdeckte man auch Gräber mit Knochen einer geheimnisvollen Frühmenschenrasse. Die Legenden der Ureinwohner berichten von blutigen Kämpfen gegen menschenähnliche Eindringlinge, die ihnen das Land streitig machten. Vielleicht liegt hier der Schlüssel zum Mythos vom wilden Mann, der in Australien so unvergessen ist, dass man ihm in Queensland sogar ein Denkmal aufgestellt hat. Ein wenig wurmstichig zwar, auch fehlt ihm ein Arm, aber in solch harmlos wirkenden, anmutigen und überaus friedlichen Landschaften soll er ganz und gar unversehrt und äußerst lebendig erhalten sein. Und so leibhaftig und lebenskräftig sein Unwesen treiben, dass es ganzen Dorfbevölkerungen Angst und Bange wird. Neil ist ein Betroffener. Mit seiner Familie lebt er in einem Tal der Blue Mountains, 100 Kilometer westlich von Sydney. Aborigines nennen die Gegend Land of the Hairy Man, Land der behaarten Menschen. In dem lichten Wald hinter seinem Haus macht Neil seit Jahren sonderbare Beobachtungen. Im Gras finden sich Trampelpfade, obwohl dort niemand geht. Für die kleinen Kängurus der Gegend sind diese Pfade zu breit. Bäume werden halb ausgegraben, Zweige und Äste abgerissen. Im hohen Gras gibt es flachgedrückte Stellen wie Schlafplätze. Jemand oder etwas tritt die Vegetation nieder. Dies hier ist ein ziemlich alter Pfad, sagt Neil. Keiner von uns ist jemals hier entlang gegangen. Manche Pfade sind viele Jahre alt und trotzdem nie völlig überwuchert. Vor 90 Jahren hat eine weiße Siedlerin die Gegend Tal der alten gelben Augen genannt. Gelbe oder rote Augen leuchten nachts im Gebüsch, erzählt Neil. Seine Nerven und die seiner Nachbarn sind inzwischen äußerst strapaziert.
Nachts hören sie schwere Schritte, dumpfe Schläge. 46 Bewohner des Dorfes beteuern, Yaois gesehen zu haben. Gesichter, Körper, Augen. Vor einem ähnlichen Rätsel steht Percy Treesize oben an Australiens Nordostspitze Cape York. Percy, Schriftsteller und Buschflieger, ist hinter dem tasmanischen Tiger her, dem ausgestorbenen Beutelwolf. Percy besitzt riesige Ländereien, auf denen sich einige der schönsten Felsmalereien Australiens befinden. Darunter Bilder vom tasmanischen Tiger. Percy glaubt, dass er sich immer noch in der Gegend aufhält. Heute genau wie vor 3000 Jahren, als der Dingo aus Indonesien nach Australien kam und den Beutelwolf verdrängte. Möglich, sagt Percy, dass der Beutelwolf trotzdem in kleinen Populationen überlebt hat. Wie Neil und die anderen Menschen im Tal der Blue Mountains spürt Percy die Anwesenheit eines außergewöhnlichen Tieres. Allerdings verursacht der unsichtbare Gast hier weniger Herzklopfen. Percy hat Fußspuren gefunden, die nicht von Dingos stammen und auch zu keinem der anderen Tierarten gehören, die man hier oben im heißen Norden Australiens kennt. Er will den Tiger nicht schießen, sondern fotografieren. Er hat sich eine Fotofalle ausgedacht. Der Auslöser seines Fotoapparats ist durch eine Schnur mit einer Hantel verbunden. Von der Hantel führt eine Schnur zu einem Köder, meistens eine Fledermaus. Wenn dann der Tiger kommt und den Köder frisst, bewegt sich die Hantel und die Schnur zieht am Auslöser. Der letzte tasmanische Tiger starb 1936 in einem Zoo. In Tasmanien hatten die Raubtiere bis in unsere Zeit überleben können, weil es dort keine Dingos gibt. Es waren die Menschen, die ihnen den Garaus machten. Dieser Tierkadaver wurde vor 30 Jahren in einer Höhle an der Südküste Australiens entdeckt. Ein Leichnam mit Fell, einem intakten Auge, sogar die Zunge war unversehrt. Untersuchungen ergaben ein Alter von 4500 Jahren. Für einen 4500 Jahre alten Kadaver, der in einer Höhle am Meer vom Wasser überspült worden war, sah der Tiger erstaunlich gut aus. Möglich, dass hier ein Hoffnungsschimmer glimmt für all diejenigen, die an das endgültige Ende des tasmanischen Tigers noch nicht glauben mögen. Als Vorposten an der Schwelle zur verlorenen Welt, auf der Suche nach Lebewesen aus weit entfernten Zeitaltern, wissen die Kryptozoologen, dass ihre Abenteuer ohne Ende sind. Steve kann sein seltsames Fundstück nicht deuten. Tim lässt sich seit seinem Versuch mit der Musik nicht mehr blicken. Und Tony verschweigt seinen Traum und macht außerdem den schlimmsten Fehler, den ein Kryptozoologe begehen kann. Er trennt sich von seiner Kamera. Tony hat ein Geräusch gehört. Die anderen beiden haben nichts bemerkt. Ein Kryptozoologe weiß niemals, ob ein Ereignis eintritt, wann es eintritt und in welcher Form es stattfinden wird, wenn es eintritt. Wenn er darauf vorbereitet ist, dass es passiert, dann passiert es in der Regel nicht. Wenn er dagegen sicher ist, dass sich nichts ereignen wird, dann tritt das Ereignis plötzlich ein. In solchen Fällen versagt gewöhnlich die Kamera oder sie klemmt oder es ist kein Film drin. Häufig ist es zu dunkel. Manchmal beginnt es zu regnen oder zu schneien oder es kommt Nebel auf. Ist jedoch alles bereit und beginnt die Kamera zu surren, taucht das Tier unter, verschwindet im Dickicht, ist weg.
Es ist anzunehmen, dass Tony ziemlich wütend ist. Auf sich selbst, auf die Gefährten, auf das gesamte Leben. Er war so nah dran. Aber sein Missgeschick ist auch ein Glück. Tony hat der Kryptozoologie ein Mysterium erhalten und sich und den anderen das Abenteuer bewahrt. Hätte er den Tiger fotografiert, wäre ihnen ein Forschungsobjekt verloren gegangen. Und manches Indiz des Unbekannten hätte seinen Zauber eingebüßt. Was ist ein gelöstes Rätsel noch wert? Was ein Mysterium, das sich erklären lässt? Kryptozoologen kümmern solche Fragen nicht. Behutsam, nahezu liebevoll wird die schmale Ausbeute der Expedition für das heimatliche Archiv präpariert. Allein so viel Sorgfalt müsste doch die unsichtbaren Wesen aus ihren Schatten treiben. Müsste sie bewegen, etwas mehr preiszugeben von ihrer Anwesenheit, mehr Spuren zu hinterlassen auf ihren heimlichen Wegen, mehr als nur einen einzelnen Fußabdruck, der nicht einmal ihre Gangart verrät. Should come out well. I think so, yeah. Ein paar Indizien mehr. Ein paar Knochen oder Zähne, ein Stückchen Fell, ein Nest, eindeutigere Zeichen ihrer verborgenen Existenz. Es wäre eine Art Gegenleistung für die Aufmerksamkeit, die man ihnen schenkt, für die Enttäuschungen, die sie ihren Verfolgern bereiten, für all die Mühsal, die es kostet, fortdauernd auf ihrer Spur zu bleiben. Denn Kryptozoologen geben nie auf. Sie liegen weiter auf der Lauer, ertragen Kälte und Hitze und bringen sich wegen eines nächtlichen Schattens um den Schlaf. Es sind Spieler, die hoffen, irgendwann den kryptozoologischen Jackpot zu knacken. A few seconds knew what I'd seen. Yeah. Unfortunately, I didn't have any cameras on me at the time. This sort of gave me this interest in the Yowie, and I saw this beast. Und wieder erzählt Tim die Geschichte von dem großen, schwarzen Ungetüm und wie er vor Angst zum Auto rannte. Wer weiß denn schon, was es wirklich war? Über das Thema Kryptozoologie im Geoheft zur Sendung lesen Sie außerdem, wie die Bahamas zum farbenprächtigen Kunstwerk wurden. Wer den Alltag der Schwarzbären erforscht hat. Warum die Europäer afrikanische Voodoo-Kunst lieben. Bestellen Sie jetzt unter 040 3703 4041.